Hallihallo zusammen. Ich bin Valerie, ich bin 23 Jahre alt und ich verbringe mein Auslandssemester im fantastischen Istanbul. Hinter mir seht ihr die Bosporusbrücke, die verbindet Asien und Europa miteinander. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen, wie ich hierher gekommen bin und was ich überhaupt mache. Also ich komme aus Deutschland, ich studiere in Bayern, in Würzburg, Kommunikationsdesign und ich studiere hier in Istanbul an der Mimar Sinan Universität und dort bin ich hauptsächlich im Bereich Fotografie tätig. Und Istanbul, warum Istanbul? Weil die Kultur einfach unheimlich geschichtsträchtig ist. Man hat hier so viel zu sehen. Es ist die einzige Stadt zwischen zwei Kontinenten und es ist einfach wahnsinnig schön, hier zu studieren. Also ihr seht es ja, es ist ein Traum direkt am Bosporus. Meine Schule ist direkt am Bosporus, es macht total Spaß. Die Leute sind sehr aufgeschlossen und ja, ich lebe hier im vierten Levent. Das ist im Business-Viertel von Istanbul und dadurch kam ich eigentlich durch Freunde drauf. Die haben mich sehr unterstützt hier und man findet eigentlich überall Anhang. Also man braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen, wenn man hierher kommt und sein Erasmus-Jahr verbringt. Man braucht nur 5 Stationen, um zum Taksim zu kommen, also zum Dreh- und Angelpunkt Istanbuls. Und dort gibt es sehr viele Bars und Clubszenen und man findet eigentlich überall ein Plätzchen, wo man sich hinsetzen kann, einen Chai genießen kann und auch mal Backgammon spielt. Also die Leute und die Kultur hier ist einfach unheimlich farbenfroh und es ist ein Wahnsinnsgedränge. Es existieren hier 15 Millionen Leute und die zerdrücken einen auch manchmal. Also auch mal wichtig, einfach mal rauszukommen. Und also von meiner Schule kann man zum Beispiel direkt die Fähre zum asiatischen Teil nehmen und es ist einfach unglaublich, diese unheimliche Farbenvielfalt von den Menschen mitzuerleben. Die Türken, die genießen, die leben richtig die Kultur. Also du siehst überall Menschen, die auf der Straße irgendwas arbeiten. Also es ist wie so ein einziges Gewusel überall. Und wie ich auf ISL eigentlich gekommen bin, ich verbringe hier mein Wintersemester und Anfang September war es noch richtig schön warm und da bin ich mit ISL, Istanbul Student Life, nach Pamukkale gefahren und nach Şirince und das war so eine Abenteuerfahrt mit verschiedenen Erasmus-Leuten und am Anfang, wenn man sich noch überhaupt nicht auskennt, dann ist es eigentlich sehr schön, noch mit anderen Kommilitonen über die neuen Erfahrungen zu sprechen und sich einfach auszutauschen über die Neuheiten hier und sich zurechtzufinden miteinander. Und man findet einfach unglaublich viele Freunde. Es war gut organisiert, der Trip, und dadurch bin ich durch ISL eigentlich auch in viele neue Freunde gekommen. Und wenn man zum Beispiel weggeht, am Taksimplatz, da gibt es natürlich auch den Beat Club und darin gab es schon so einige Partys, zum Beispiel die Nation-to-Nation Party, wo für jede Nation einfach spezielle Songs gesungen wurden und es war einfach eine schöne Sache. Oder zum Beispiel die Halloween Party von ISL. Und ich glaube, wenn man am Anfang sich nicht zurechtfindet, dann ist es einfach sehr schön, sich mit neuen Leuten auszutauschen und man sollte sowas auf jeden Fall am Anfang mitmachen und über Facebook und Plattformen findet man auch sofort Leute und insgesamt kann ich Istanbul auf jeden Fall super empfehlen. Also ihr seht es ja, es herrscht hier Leben pur und trinkt einen Chai für mich mit, wenn ihr hier seid. Genießt einfach die Zeit hier, es gibt nur einmal Erasmus und dann auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören. You have only one Erasmus life in Istanbul, so don't waste it, just enjoy it and spend it with ISL.